Ich erhalte ganz viele Mails von Menschen, die Fragen haben. Fragen zum Glaubensleben, zu ihrem Alltag, zu dem Überwinderleben, von dem die Bibel spricht. Fragen dazu, wie kann ich Probleme in meinem Alltag überwinden? Süchte, negative Gedanken, Angewohnheiten, Dinge, die einem widerstehen. Wie kann ich da siegreich werden? Was ist gemeint mit verheißungsorientiert leben? Oder das Wort Gottes im Alltag zu proklamieren, damit wir wachsen und in eine Qualitätsbeziehung zu Jesus kommen? Was ist gemeint mit dranbleiben an Jesus, an Gott, am Wort? Diese und andere Fragen, die möchte ich in einem Blog, den ich auf unserer Webseite eingerichtet habe, mit dir kommunizieren, besprechen, möchte ich mit dir teilen. Und ich lade dich ganz herzlich ein, dazu regen Gebrauch davon zu machen, Zeugnisse einzustellen, Kommentare abzugeben, einfach mit in diese Kommunikation reinzugehen, um dich und andere einfach zu bereichern. Ich weiß, dass wir ein Stück weiterkommen werden in diesem Leben mit Gott. Und ich weiß, dass Gott auch in dem Bereich mehr für dich hat.